Grundsätzlich richten sich alle Lern- und Ausbildungsschritte nach der Lebenszeit, die der verwaiste Orang-Utan bereits mit seiner leiblichen Mutter verbracht hat. In freier Natur sind Orang-Utans erst nach 7 Jahren reif für das eigenständige Dasein. Natürlich nur dann, wenn sie 100%ig gesund sind. In Sambodscha Lestari gibt's aber viele kranke Tiere, deren Heilung sich lange hinziehen kann. So leben alle erwachsenen Orang-Utans, die Hepatitis B infiziert sind, auf einer künstlichen Insel isoliert von den anderen. Normalerweise jedenfalls. Und das ist Laura. Und Laura hat es geschafft, von der Insel abzuhauen. Sie hat einen Ast gefunden und ist dann über sich selbst hinausgewachsen und hat dann den Ast genutzt, um auf die andere Insel zu kommen. Hier, man sieht es ja, die sind noch nicht so weit, dass sie alleine im Wald leben können. Sie laufen noch viel auf dem Boden und suchen noch immer den Kontakt mit Menschen, denen sie vertrauen. Deine Brille abnehmen. Ist okay. Viara, jeli apukul. Ja. Okay. Alle gesunden Tiere im Alter von 3 bis 5 Jahren werden zunächst in Gruppenbildungskäfigen untergebracht, die auf den ersten Blick keinen besonders artgerechten Eindruck hinterlassen. Das sind riesige Käfigen, ja, ja. Und haben dort 6 Abteilungen. Und die Orang-Utans können dort in kleine Gruppe von Freunden sitzen da zusammen in diesen Abteilungen. Und nachher werden die Abteilungen zusammengefügt. So bilden wir eine Gruppe von etwa 25 bis 30 Orang-Utans, die dann auf einmal alle zu gleicher Zeit in dem Wald freigelassen werden. Über die Stationen Halfway House und Wohninsel geht's dann endgültig in die Freiheit. In ein intaktes Auswilderungsgebiet, das nicht von wilden Orang-Utans bewohnt ist, damit es nicht von Anbeginn zu Revierkämpfen kommt. Dieser enorme Aufwand wird sofort nachvollziehbar, wenn man die symbiotische Beziehung von Orang-Utan-Mutter und ihrem Jungen beobachtet. Im ersten Lebensjahr ist das Baby in ständigem Körperkontakt mit der Mutter. Festgekrallt im zotteligen Fell geht's in gemächlichem Tempo über Stock und Stein. Auch wenn nach 1 Jahr die ersten Früchte und Blätter gekostet werden, die Orang-Utan-Mutter stillt ihr Kleines 5 Jahre lang. Jeder kleine Ausflug wird von Mama genau beobachtet. Es ist ein langer Weg in die Welt der Erwachsenen. Jeder Schritt muss gelernt werden. Welche Früchte sind bekömmlich und auch in welcher Kombination? Welcher Ast trägt noch und wo ist Vorsicht geboten? Und wie baut man ein Nest für die Nacht? Die extrem behütete Kindheit der Orang-Utans besitzt einen großen Vorzug. Die Sterblichkeitsrate junger Orang-Utans ist äußerst niedrig. Der Nachteil, eine Orang-Utan-Dame bringt durchschnittlich nur alle 8 Jahre ein Junges zur Welt. Das bedeutet, sie hat selten mehr als 3 Geburten in ihrem Leben. Orang-Utans haben die geringste Geburtenrate aller Landtiere. Gerade das macht die Populationen so anfällig bei kleinsten Veränderungen ihres natürlichen Umfelds. Erst recht also bei großflächiger Rodung des Regenwalds oder Waldbränden. Seit Jahren sind Waldbrände auf Borneo an der Tagesordnung. In irgendeinem Winkel der Insel lodert immer ein Feuer. Die meisten Brände sind vorsätzlich gelegt. Der Hintergrund: skrupellose Profitgier. Seit Palmöl zu einem weltweit nachgefragten Wirtschaftsgut geworden ist und die Preise an den Rohstoffbörsen explodiert sind, fressen sich die Ölpalmenplantagen wie ein Krebsgeschwür in den Dschungel. Die einfachste, wenn auch illegale Methode,
Land für neue Plantagen zu gewinnen, ist das Abbrennen großer Waldflächen. Auch bei den großen Holzkonzernen ist die Brandrodung lang geübte Praxis. Sind die Baumriesen, die wertvolles tropisches Hartholz liefern, einmal gefällt, wird die übrige Vegetation als minderwertiges Holz bedenkenlos abgebrannt. Auf diese Weise hat alleine Ostkalimantan innerhalb weniger Monate eine Urwaldfläche von der Größe der Niederlande verloren. Wir sind hier in Ostindonesien, hier auf dem Äquator. Und das größte Problem, was wir hier haben, sind die Waldbrennen. Also die Waldbrennen verursachen riesige Schaden. Das ist etwa 10 Millionen Hektar Wald. Und jetzt schauen wir mal, was im Januar 1989 fingen die Feuer an. Und dann im Februar, März, April, Mai, 5,5 Millionen Hektar weg. Was man hier sehr deutlich sieht an diesen Karten, ja, wie am Anfang das ganze Borneo grün war. Und dann kamen die Entwaldung, fing erst richtig an in die 80er Jahren. Und jetzt geht es so riesig schnell, dass bald kein Wald mehr übrig bleiben wird und alles wie dieses hier, wie verbranntes Wald aussehen wird. Ein lebendiger Regenwald verbraucht gewaltige Mengen Kohlendioxid, das somit nicht als Treibhausgas in die Atmosphäre gelangen kann. Dabei wird im Prozess der Photosynthese Sauerstoff freigesetzt. Wird der Wald abgeholzt und dazu noch der aus dem sumpfigen Untergrund gewonnene Torf verbrannt, gelangt aus einem größeren Waldgebiet mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre, als ganz Deutschland in einem Jahr freisetzt. Orang-Utan-Schutz und Klimaschutz sind zwei Seiten einer Medaille. Für Orang-Utans sind Waldbrände eine Apokalypse. Wenn sie nicht direkt im Feuer umkommen, werden die meisten in der Folgezeit qualvoll verhungern. Selbst das gesicherte Gebiet von Samboja Lestari ist nicht vor Waldbränden gefeit. In Windeseile stehen alle, die eine Feuerpatsche schwingen oder eine Pumpe bedienen können, an der Flammenfront. Noch ist der Flächenbrand nicht unter Kontrolle. Es herrscht stummes Entsetzen. Wenn hier anfangen kleine Bäume zu wachsen, so wie hier man jetzt wieder abgebrannt sieht, dann könnte das wie ein Wald werden und dann könnte andere Leute sagen, du benutzt das Land nicht, also jetzt nehmen wir es. Denn er besitzt es nicht, er hat so eine Art Rente drauf, dass er es für innerhalb einiger Jahren benutzen soll. Und dies ist jetzt der Weg, um es zu benutzen, damit keine andere es wegnimmt. Aber die total alle Nutrienten, alles weg hier. Und diese Flachen, davon haben wir 27 Millionen Hektaren in Indonesien, die breiten sich immer weiter aus, wie ein Ölfleck. Und damit verschwindet das Wald für ewig. Nur wenn wir es so machen wie hier in Samboja Lestari, dann können wir es wieder zurückkriegen. Aber das kostet eine Menge Arbeit. Und dazu gehört auch täglich, dass wir uns um solche Brennen kümmern müssen. Was der Besucher nicht auf Anhieb bemerkt, auch das Orang-Utan-Paradies Samboja Lestari war vor nicht allzu langer Zeit einmal abgebranntes, biologisch totes Ödland.